Was hat München berühmt gemacht? Nicht nur der FC Bayern, auch beliebte Fernsehserien wie Pumuckl, Polizeiinspektion 1 und die Münchner Geschichten. Sie alle sind in München fürs bayerische Fernsehen gedreht worden. Und damals hat die Stadt anders ausgesehen als heute. Schön, dass es Fans dieser Kultserien gibt, die wissen, wo die versteckten Drehorte liegen und was wir heute dort finden. Und dann kommen wir nach Haidhausen und die Leute haben Tränen in den Augen, weil das Flair in dem Stadtteil heute genauso ist wie in der Serie. Sebastian Kubot bietet Führungen zu berühmten Drehorten in München an. Heute steht dabei ein Fernsehgenre besonders im Vordergrund. Er zeigt uns die Locations der BR-Kultserien früher und heute. Kaum zu glauben, aber hinter dieser prunkvollen Fassade befindet sich der Hinterhof von Meister Eder und seinem Pumuckl. Der hintere Teil wurde zugunsten des neuen EDV-Zentrums der Bayerischen Versicherungskammer abgerissen. Nicht jeder pflegt den Mythos dieser Kultlocations. Da, wo einst Meister Eders Werkstatt stand, steht jetzt ein Dixi-Klo. Die Hofeinfahrt mit dem Balkon, auf dem Pumuckl früher böse Streiche spielte, gibt es aber heute noch. Es ist das letzte Überbleibsel einer ehemaligen Pilgerstätte für Pumuckl-Fans. Ja, beim Abriss war richtig was los. Also selbst Gustl Beierhammer hat sich schon viel dafür eingesetzt, dass das alte München erhalten bleibt. Und ich habe gehört, dass sogar ganze Schulklassen hier kleine Demonstrationen gemacht haben, um die Werkstatt zu halten, was aber leider nichts genützt hat. Beim EDV-Zentrum von der Versicherungskammer habe ich mal gehört, dass es da bis heute die Legende gibt, wenn die Computer spinnen, ist es der Pumuckl. Weil er sich rächt, dass die Werkstatt abgerissen wurde. Also da sieht man, dass er nicht so ganz vergessen ist hier in der Gegend. Nur ein paar Straßen weiter befindet sich die Spielstätte der Münchner Geschichten. In der berühmtesten Folge will die Hauptfigur Charlie im Milchladen seiner Großmutter einen Jeans-Shop eröffnen. Ja, der schöne alte Brunnen neben mir ist hier noch gut zu sehen. Der ist noch original aus der Zeit. Aber sonst hat sich hier sehr viel verändert. Also hinter mir ist jetzt eine U-Bahn-Station, die war damals noch nicht zu Zeiten von Münchner Geschichten. Einerseits sieht man, wie manche Dinge, vor allem Kleinigkeiten, sich über Jahrzehnte überhaupt nicht verändern. Und dann gibt es wunderschöne alte Häuser, die dann plötzlich abgerissen werden, wo man sich überlegt, warum. Monaco Franze ist die wohl bekannteste Münchner Kultserie. In Helmut Fischers damaliger Serienstammkneipe ist heute ein edles Wildrestaurant. Servus Lissi, wie geht's? Der Toni ist da. Ich weiß, wie lang schon. Auch hier haben die Besitzer den Charme der Vergangenheit erkannt und erhalten. Ja, wie wir hier sehen, die Bar ist noch original. Die kann man noch sehr gut nachvollziehen. Hier war ja die Ruth Drechsel immer gestanden als Lissi, die ab und zu dann in den Dialogen mit Monaco Franze getreten ist. Und ansonsten von außen hat sich das Gebäude fast gar nicht verändert. Ja, wenn man die alten Serien aus den 60er bis 80er Jahren anguckt, da waren die Gebäude fast alle in München grün. Und eben auch das Halali hier, das ist jetzt erst renoviert worden. Und da hat es mich auch sehr gefreut, dass die grüne Farbe erhalten geblieben ist, dass es noch immer noch genauso ausschaut wie zu Zeiten von Monaco Franze. Haidhausen, das sogenannte Glasscherbenviertel, war bei Regisseuren besonders beliebt. Bis weit in die 80er Jahre hinein wurde in diesem Stadtteil nämlich kaum saniert. Dadurch herrschte eine besonders urige Atmosphäre. Hier wurden in der Polizeiinspektion 1 130 Episoden lang Kriminalfälle und Probleme des Alltags gelöst. Was ist denn das für ein Pony da draußen? Ja, Polizeiinspektion 1 war die Polizeiserie der 70er und 80er Jahre mit dem unvergesslichen Walter Sedlmayr in der Hauptrolle. Und Polizeiinspektion 1 ist im Grunde das gewesen, was heute München 7 ist und was in den 60er Jahren Funkstreife ISA 12 war. Und wir stehen hier jetzt im Polizeirevier von der Polizeiinspektion 1, wo das Original gedreht wurde. Heute ist es ein Architekturbüro. Der Raum ist größer geworden und ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Vor allem von außen schaut das Gebäude noch genauso aus wie in den 70er, 80er Jahren. Gleich schräg gegenüber von der Polizeiinspektion 1 steht das Originalgebäude der Hausmeisterin. Der Innenhof war früher Dreh- und Angelpunkt der Serie. Begegnet ist man der Hausmeisterin meistens im Treppenhaus.
So oft, wie sie dort geputzt hat, ist es kein Wunder, dass hier heute alles noch gut erhalten ist. Das ist von der Ilse, das habe ich auch gekriegt. Das macht die alle paar Jahre. Das erste Mal, dass die mich einlädt. Das verkörpert eben auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl von der Hausmeisterin, dass so die Anwohner sich noch gekannt haben im Haus, obwohl es eine Großstadt ist. Und man sich gegenseitig geholfen hat und das macht die Serie aus. Die Kultserien des bayerischen Fernsehens. Es ist doch schön zu wissen, dass es die Dinge irgendwie noch gibt, auch wenn sie nicht mehr da sind.